Moin, moin, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Hallo. 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 Heute ziehen wir durch. Ja. Echt abgefahren. So schnell und haben wir noch nie so viel produziert. Ja. Zwischen den Haben wir Folgen nicht habe ich gesehen. mich hier mal an den Kreisel von unseren letzten Blinker-Action gewagt. Ja, ich habe aus der Kreuzung einfach mal einen Kreisel gemacht. Wir haben, glaube ich, einen Zug. Nein, wir haben keinen einzigen Zug, der von oben gerade durchfährt. Von daher reicht ein Kreisel hier voll und ganz aus. Und mit dem können wir hier auch schnell beladen. Was mir noch nicht ganz gefällt, ist hier die Entladung. Aber gut, wir haben einfach viel zu viel Erz hier. Von daher darf das auch mal stagnieren. Sagt das Oh Eisenzeugs Mist. hier? Nein. Treibstoff. Jetzt habe ich ein Problem. Darf ich hier oben 6 zu 6 Verteiler draufklatschen? Ist das okay? Was? Ich glaube, dein Raketentreibstoff stockt ein bisschen. Ja, ich bin gerade am Pimpen. Ja, es Ist kommt hier gerade nichts auch. an. Stoppt hier Für euch unbedingt. zur Info, wir rüsten gerade alles auf Express-Lokomotiven um. Die sind auf jeden Fall schon mal viel, viel schneller. Und zum anderen, ja, Genau. auf Raketentreibstoff, weil dann gehen die ab wie Schmitz' Katze. Das sind meine Worte. Hat er gesagt. Hat er War dabei. gesagt. Ihr seid Was war denn Zeugen. wo? 6 zu 6 Verteilung? Was? Ach, hier. Ja, meins musste, muss sein. Ja, nee, nicht unbedingt. Aber letztes Mal hatten wir hier so zwei Fließbänder, wo wirklich wesentlich mehr kam als bei dem anderen. Aber teilt er das wirklich auf? Der teilt das gleichmäßig. Dafür ist ja 6 zu 6. Sonst bräuchte ich das ja nicht. Der teilt das Oh, was gleichmäßig machen wir auf. jetzt mit dem hier eigentlich? Ah, den brauche ich jetzt nicht pimpen, oder? Kohle brauchen wir jetzt eh nicht so Das viel. sieht aber nicht so aus, als würde er das aufteilen. Kannst du gerne nachrechnen. Ich Das glaube mache da dem Factorio Wiki. Alternativ haben wir nicht diese Hecksplitter? Müssten die dafür nicht auch? Müssten die dafür nicht auch Auch ganz geeignet sein? kurz. Obwohl, da müssten wir wieder runterbrechen auf zwei, das ist auch doof. Wir müssen hier unten generell mal auf grün Warte, upgraden. die Züge schnell, ey. Jetzt passt aber auf. Jetzt geht der Dashcounter wieder hoch. Schon wieder. Benni hat mich fast. Hä? Was? Nix passiert. War das schon eine Nix. Express-Lokomotive? Wenn einer von euch eine Nicht-Express-Lokomotive findet, gell? Ja. Guck mal, wie schnell der ist. Der jetzt nicht anhält. Das Mit war diesem knapp. Kohlezug hier. Warum hält der jetzt an? Habt Ey, ihr hier sind jetzt aber keine Kettensignale, hier müssen Zugsignale rein. habt ihr über was? Hier müssen Das. Zugsignale, Warum sieht man Kettensignale. die Geschwindigkeit? Das müssen Der schafft's gar Kettensignale nicht so sein. lang. Aber habt ihr jetzt echt überall diese 60 Sekunden da reingepackt? Ich nicht. Was? Ich mach das nicht. Ist was? Ich habe das bloß einmal gemacht. Tut mir leid. Ich schäme mich ja auch. Nee, bei der Kohle hier ist das nämlich auch gerade, sehe ich. Ja, genau. Anstatt einfach ein Signal machen wir überall zwei hin. Was habt ihr denn Das hier gemacht für eine funktioniert Aufteilung? genauso. Aber wenn einer rausfährt, dann fährt hier nirgendwo einer raus. Ja, und da fährt er denn bis dahin, wo das Signal dann rot ist. Ist genau Ja, nicht dasselbe, nur schlimm, dass er. wartet er kurz. Ja, so warten sie auch kurz. Wesley, was hast du hier gemacht? Hast nichts Oder wer geändert. war das? Wo denn? Kohle abholen. Das sag nicht nett, Mann. Guck doch, wer es gebaut hat. Siehst du doch. Was? Was habe ich gemacht? Wenn du drauf hältst, dann Alter, wo siehst du, ist er wer das denn? gebaut hat. Wo ist denn Benny? Was hast du denn gemacht? Das reiße ich ab. Wo ist denn Wesley, Benny? darf ich abreißen? Bist du auch der Meinung, muss weg? Wo ist denn Benny? Da, wo du den Mist verzapft hast.
Weißt du, wie groß die Map ist mittlerweile? Lass da stehen. Hab überall schon gesammelt. Erreicht's ab? Hast du hier. Oh Mann, ey. Kniechner setzt schön hin und dann der Benny guckt und reißt alles ab. Na, sag mal, ey! Ja, dann mach mal richtig, oder? Ja, ja. Jetzt hört auf. Das gibt's aufs Maul. Ja, ja. So. Oh Mann, ey. Naja, ich lösche ja hier auch seine Sachen raus, von daher. Das können wir von mir sogar stehen lassen, das nicht. Das können wir stehen lassen, das Bananen kommt raus. Da hat er noch nicht zugeschlagen. Zack. So, haben wir hier noch irgendwas? Das wird jetzt eng. Ich schaff das. Was macht denn der Öl eigentlich? Der Ölzug. I don't know. Wie sieht denn das aus mit Speed-Modulen? Haben wir da schon mal irgendwas MK3iges? Ja. Oder so ein Gottzeug oder so? Gottzeug, ja, können wir auch schon. Aber nicht in Massen. Sag mal, wenn wir Raketensilo bauen, dann würde ich ja sofort die Produktivität Gottmodule reinsetzen. Wie sieht denn das mit Öl aus? Öl ist hier nämlich so ein bisschen. Obwohl, nur Schweröl eigentlich. Nee, es geht. Öl ist okay. Ist okay. Wir haben halt viel zu wenig Kunststoff. Echt? Ja. Guck dir mal das Fließband an, er ist puffert hier nirgends. Da müssen wir mal was forschen. Dann pimpen wir das da. Petroleum ist auf jeden Fall genug. Da liegt es an den Maschinen. Ne, Petroleum ist zu wenig. Und aber das kommt da irgendwie scheiße durch, ne? Ja. Wieso das denn? Aber die letzte steht. Warum kommt das da so scheiße durch? Das darf eigentlich gar nicht sein. Auch weil es hier oben auch gar nicht angeschlossen ist, auch wie praktisch. Wo bleibt denn der Eisenzug, ey? Kommt gleich. Du den auf? Ach, Benny. Ja. Weil hier irgendjemand Benny meint, der müsste mit dem Abrissplaner, während ich hier stehe. Ja. Ausrasten. Weil irgendjemand der Meinung ist, meine Sachen abreißen zu müssen. Kennst du doch irgendwoher. Normalerweise bist du derjenige, der ja das immer macht. Ich weiß mir zu helfen. So. Meine Idee ist nämlich, vielleicht wollt ihr mal ganz kurz gucken, wenn wir die. Ja, immer noch da unten. Ja. Ja. So, wenn wir jetzt hier diese Schmelze nochmal so bauen, dass die nach links auslädt, dann können wir nämlich auch nochmal 6 von diesen Dingern auf der linken Seite hier reinfließen lassen. Geht das so einfach? Wesley? Moment, ich war beschäftigt. Können wir deine Wesley-Schmelze einfach so drüber setzen, dass die nicht rechts auslädt, sondern links? Aber trotzdem von unten das Zeug nimmt? Das ist tatsächlich machbar, ja. Das weil dann cool kannst du nämlich hier nämlich 6 Leitungen nach links ausladen lassen. Und die ja, hier. Ja. Ändert aber klar nichts an der Sinnigkeit meines Verteilers da oben. Ja, guck mal, was macht denn das Warenhaus hier? Das verteilt auch gleichmäßig, automatisch. Ja, und was macht das Warenhaus da, wenn nur 2 Fließbänder voll sind und die anderen 4 leer? 2 Fließbänder einladen, richtig. Und so könnten 6 einladen und die 2, die halt nur produzieren, mehr produzieren. Hä? Hä?
Was ist, wenn nicht die komplette Anlage läuft, sondern nur zwei Stränge? Und der Rest immer nur ja, so. Ja, dann läuft es hier rein und wird gleichmäßig auf die hier aufgeteilt. Aber zwei Fließbänder sind voll und stauen, weil er nicht schnell genug einlädt. Und so hätten wir sechs Fließbänder, die er einlädt. Und nichts staut. Aber ist ja nicht wild. Dann lassen wir es so. Ja, ich kann das auch nochmal pimpen und auf sechs machen. Was pimpen auf sechs? Wie viel Belader packen die Stapelknickis? Wesley? Nochmal was? Beladet um was? Die nein, was? Was? Die deine Knicki Zugbeladungsgeschichte. Ja. Ist die so schnell wie zwei Belader oder? 1, 2, 3. Die sind schneller. Achso, zwei sind schneller als einer. Ein Belader. Okay. Das heißt, ich muss hier tatsächlich nochmal umbauen. Gibt's hier natürlich genau da nicht. Das war klar. Oder du setzt da Stapelknickis zwischen den Warenhäusern hin und sagst, zwei nach links knicken, zwei nach rechts knicken, der soll dann knicken, wenn da weniger ist, und dann knicken, wenn da mehr ist, und bla bla bla. Und dann kann das automatisch verteilen. Wo sind sie hin? Da. Aber ich hab doch noch. Und da. Jetzt haben wir noch drei davon. Jetzt nicht mehr. Kunststoff, ganz normal. Wir können auch anderen Kunststoff machen. Aus Zellulose und aus Holz und Dampf und Leichtöl. Das ist richtig. Okay. Kann man machen. Kann man machen. Muss man aber nicht unbedingt. Nö. Gut. Okay. Hat er jetzt alle gemacht oder nicht? Oh, geil. Einfach mal die Fabriken ausgetauscht. Jetzt haben wir tatsächlich einen Puffer von 2900 Steigen. Alter, wie die ausrasten. Die können gar nicht ausladen. Hast du schon die nächsten... Die, oh, hast du schon? Die Chemical Plants 4 habe ich da jetzt drauf gezimmert. Oh, sehr schön. Alter, guck dir das mal an. Ne? Ja, guck dir mal den Puffer da an, ey. Ja, das ist voll. Eben gerade waren 2900, jetzt sind schon wieder 300 mehr. Krass. Nein. Ja, Kunststoffproblem gelöst, würde ich sagen. Ja, was hält das Öl das aus? Ja, was ist denn mit dem Petroleum plötzlich geschehen? Ha? Ja, wir hatten doch gerade irgendwie 100.000 Petroleum. Hatten wir? Ja. Da wird jetzt leer genuckelt. Das wird richtig vernichtet, ey. Ja. Natürlich. Guck mal, die Hälfte der Chemiefabriken läuft hier oben auch wieder nicht. Obwohl wir noch 12.000 Dingens da drin haben. Ronach eigentlich eine separate Festbrennstoffproduktion, weil Festbrennstoff wird nur produziert, wenn wir zu viel Petroleum haben, glaube ich. Oder haben wir das jetzt? Nee, das. Ach. Oder haben wir das jetzt umgebaut? Ach nee, ist hier eine separate. Ja, nee, okay. Das Petroleum wird nur umgewandelt, wenn wir genug. Ja, früher war das aber nicht so. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, haben wir halt andersrum. Aber guck mal hier oben, die Raffinerien, die laufen auch gar nicht alle. Also zu wenig Öl, ja. Ja, hier sind doch noch 6.000. Ja, der zieht das nicht so sauber raus. Ja, deswegen Effektverteiler und Speedmodule, oder? Wir haben doch zwei Öl. Bringen die echt so wenig Öl? Naja, die Ölfelder sind schon wieder ganz schön ausgelutscht, ne? Ey, wir haben drei Ölfelder. Oder nicht? Nee, warte mal. Zwei. Zwei? Ah, da ist noch ein. Mit 700%, das oben hat 1600 und das hat 700. Ja. Haben wir echt schon wieder ein neues? Ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein neues brauchen, aber vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit reinsetzen. Ich lauf mal da oben hin und guck mal, wie es da aussieht. Oder aus Kohle.
Ey, über dir ist genau ein dickes Kohlefeld. Wollen daraus nicht Öl machen? Ja, das hatten wir auch schon mal überlegt. Aber da hatten wir dieses fette Ölefeld hier. Genau, gucken wir mal. Diesen fetten Puffer hier. Hier sind überall noch 4,4, 7,7. Hier ist noch ordentlich was drin. 14. Brauchen hier nur mal ein bisschen Geschwindigkeit. Wir haben hier 12.000 Öl vorrätig. Pumpt nur extremst langsam rein. Darf ich hier oben mal mit zwei Pumpen Öl einladen? Wenn? Geht das schneller? Nee, ich glaube, das macht keinen Sinn. Auch wenn wir hier 12.000 Öl vorrätig haben und der Zug hier Ewigkeiten wartet? Oder soll ich einfach noch einen Ölzug hier hinsetzen? Was hältst du davon? Warte, ich will das mal angucken, wenn ein Zug kommt. Ja, das dauert jetzt eine halbe Stunde, weil hier nur einer fährt. Ja. Die Pumpen sind einfach so langsam. Die Pumpen reichen aus. Ich habe jetzt schon wieder 15. Die fördern mehr, als weggefahren wird. Ich setz hier einfach noch einen Zug hin. Oh. Was haben wir da jetzt? Diese... Ich kann eh nur eine Lokomotive bauen. Hm, schade. Na komm, fahr schon. Hattest du jetzt die schwere oder die schnelle genommen, Benny? Was? Was für eine Lok hast du jetzt benutzt? Was? Du hast doch die Lokomotiven umgebaut, oder nicht? In Express. In die Express, gut. Kannst du oben anfordern. Und dann die anderen bitte wieder rausschmeißen. Alter, was hier alles an Kupfer ist. Guck dir mal hier oben bei Kupfer die... ja, Erzförderer an. Schon wieder alles leer hier. Alles weggenuckelt. Geht schnell. Unfucking fatzbar. So, wo hatten wir jetzt hier unterirdische und so? Das Uran hier ist auch schon wieder weg. Hier, jetzt steht ein Zug drin, Wesley. Wenn ich mich nicht richtig irre hier auf der Minimap. Jo. Pumpt echt ziemlich langsam, warum? Also drin sind jetzt noch 14.000. Nicht so sein. Oh, deswegen kriege ich auch keine unterirdischen. Yay. Durch die Pumpe geht 0,8. 0,9, 1. Durch die oberste geht 4. Hä? Aber in den Öltanks sind, wie gesagt, 11.000, 12.000. Macht doch gar keinen Sinn. Oh, wann kommt da endlich der nächste Zug? Ach, hast du das rausgenommen, dass der nach einer gewissen Zeit losfährt? Bei manchen ja. Oh, ja, bei welchen denn? Ja, bei den Eisenzügen. Bei den Eisenerzügen hatte ich es rausgenommen, ja. Die Eisenplatten? Da glaube ich nicht. War wahrscheinlich gar nicht drin. Okay. Ja, weil unten die Produktion kommt nicht hinterher. Hm, ich gehe, ja, ich brauche Untergrundbänder. Hast du noch ein paar? Ja, mir geht's genauso. Wie viel hast du? Ich habe noch 50. Ich das jetzt. Was? Ich habe noch 50, soll ich runterkommen? Ja, gib die mal. Ich habe jetzt selber 130. Brauchen schon ein paar. 250 oder so. Welche waren das jetzt? Blaupausen sind ja jetzt kostenlos, gell? Waren die früher nicht kostenlos?
Nee, früher hast du bezahlt. Ja. Kostet. Ein grüner Schaltkreis, glaube ich. Was hast du da? Ja. Hast du ihn schon geändert? Ja. Und gleich auf blaue. So, wo soll ich hin? Wo bist du? Unten bei der Schmelze, oder? Was? Wir sind unten. Oh Mann, diese Kiste hier. Komme! Zieh mal gleich eine große Blaupause. Ja, jetzt darfst du eine Reihe ziehen. Warte, ja, mach ich. Und das dann eigentlich, ich hoffe mal, passt das noch sechsmal, noch fünfmal hin? Mal schauen. Das wäre Opti. Eins, zwei, drei. Ansonsten können wir den Bahnhof auch nach oben verlagern. Also fünfmal haben wir jetzt nochmal gesetzt. Ja, theoretisch also, ginge noch einer. Ja, warte mal, jetzt haben wir hier. Ja, eins muss noch. Ja, perfekt. Ja, wie geplant. Ja, klar. Eine Lücke noch, dass man durchlaufen kann. Das sieht ja dann symmetrisch aus. Braucht er noch was? Ich würde jetzt nochmal hochdüsen. Ganz viele Flitzebänder. Und Greifarme brauchen wir auch. Blau? Was oder brauchen wir da jetzt? Wir brauchen 300 blaue, 50 unterirdische. Läuft. So. So, wir brauchen auch ein bisschen Platz. Weiß noch mal Strom ab. Und Benny braucht noch einen Satz blaue Fließbänder für die Verbindung, richtig? Ja, wir brauchen ganz viele unterirdische hier. Kannst hier einmal durch. Ja, das sehe ich ja da unten. Nur das, was nicht logistisch gefordert wird, ist jetzt noch die Frage. Da unten siehst du ja, wir brauchen noch 300 blaue Knickis und 50 unterirdische Fließbänder. Die würde ich jetzt mitbringen. Und du wolltest jetzt noch blaue haben, richtig? Die gerade alle sind. Genauso wie die unterirdischen. Weil kein Eisen da ist, oder was? Die blauen Knickis müssen wir doch on must haben, oder nicht? Ah, ich hätte die Hälfte noch aufteilen sollen. Scheiße. Dass sie nicht einseitig knicken. Tun sie doch nicht. Hä? Hey, wir haben doch die Hälfte der Knickis haben wir eingestellt mit, dass die auf die andere Seite vom Fließband hinknicken. Oh. Warum denn nur, ja, alles abreißen? Ne, wieso? Du musst doch bloß die Blaupause nochmal neu drüber ziehen, oder? Ja, wir reißen die blauen Knickis jetzt mal ab. So, in dieser Folge machen wir das definitiv nicht mehr. Das ist völlig korrekt. Das ist ja furchtbar heute. Also, wir haben so gut angefangen. Ja, ja Freunde, war mal wieder schön. Ja, genau. Und wunderbar. Bald können wir Pause machen. Bald gibt's Urlaub. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Was machst denn du jetzt? Haut rein. Ja, tschüss. Tschüss.